Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt. Und guck mal, das sieht doch einfach wunderschön aus mit dem Schnee. Ich liebe es. Mir gefällt das wirklich ausgezeichnet. Man kann ja über das DLC sagen, was man will. Ich habe gelesen, ja, es sei nicht so toll, haben viele Leute gefunden. Also, mir gefällt alleine schon diese optische, ja, Aufbesserung, halt eben der Schnee. Wenn man Schneefan ist in Spielen, dann, ja, dann ist man hier definitiv richtig. Gut, oh, ein Müllproblem. Das geht tatsächlich auch schon wieder los. Das hatten wir in der ersten Staffel schon. Ich möchte hier nicht was bauen, ich möchte gucken. Speicher, ja, ist halt alles okay. Das heißt, die kommen hier nicht wirklich hoch. Sollen wir vielleicht schon langsam mal, ich überlege mir, ob wir eine Autobahn da hochziehen sollen. Lohnt sich denn das? Bei diesem Zipfel da oben ist Feierabend. Da geht es nicht weiter. Vielleicht mit einer Brücke dann. Ja gut, dann wird es natürlich weitergehen. Wenn wir hier eine Brücke rüberschlagen, dann geht's weiter. Eine Autobahn. Hier unten durch. Aber da müssten wir Land kaufen. Wir kommen hier nicht ran. Oder wir bauen die Autobahn von hier aus. Hier außen rum. Nach hier oben. Und bauen hier eine Ausfahrt. Nee, das ist alles. Wir haben den Platz nicht. Hier oben wollen wir die Industrie haben. Oder nee, hier wollen wir sie haben. Und dann die Autobahn mittendurch. Hier oben könnten wir sie machen. Hehehe, das ist jetzt die Frage. Sollen wir oder sollen wir nicht? Bringt das was? Fahren die Müllwagen Autobahn? Nutzen die die Autobahn? Das ist eher fraglich. Hier unten sieht es eigentlich in Sachen Stau gar nicht so übel aus. Oder wir machen einfach eine breite Straße. So wie hier. Die hier runter geht und hier in die Industrie reinführt. Wisst ihr was? Wir machen mal das. Ich glaube, eine Autobahn... Ja, könnte man dann schauen. Da müssen wir aber die da hinten machen. Wir machen mal eine breite Straße. Die hier. Nicht Einbahn, sondern eine normale. Und die geht dann von hier. Irgendwie mal hier rauf. So irgendwie wäre die angedacht, dass wir hier eine Verbindung haben. Zack, zack, zack und zack. Und dann gibt es hier natürlich wieder die üblichen Querstraßen. Wenn wir denn bauen oder wenn wir dann bauen. Jetzt wäre einfach die Idee genau, dass ihr hier diese Straße nutzt, wenn ihr nach da oben wollt, mit eben zum Beispiel genau eurem Müllwagen und Co. oder mit dem Schneeräumdienst. Deswegen gucken wir mal, ob das jetzt hier vielleicht einfach besser wird. Ein paar Querverstrebungen würden hier meiner Meinung nach auch nicht schaden. Wenn wir hier zum Beispiel noch hier raufgehen, ja, kostet uns da wieder die Häuser. Die können sie ja aber wieder hinstellen. So. Okay, das lassen wir mal. Für den Moment können wir hier noch bauen. Ja, wir haben noch keine Nachfrage. Hm. Müssen wir warten. Was machen die hier? Parken? Nee. Die nicht. Die fahren. Okay, aber hier hinten ist Feierabend. Das ist also in dem Sinn kein Stau. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen hier nicht Ampeln, sondern Vorfahrtsschilder hin. Und zwar... Zack, 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 mal so. Dann sollte das Ganze auch wieder flüssiger laufen. Cool, wie die Straße aussieht. Es schneit halt auch wieder. Sehr nett. Gut, und hier oben, ja, Müllproblem still vorhanden. Sozusagen. Und hier die Busse, was machen die? Fast ein bisschen viel Busse. Zumindest alle am gleichen Ort. Können wir, wenn wir hier auf den Müll klicken, dann sehen wir, grüne Straßen. Das würde doch eigentlich heißen, das funktioniert. Ja, warum? Ja gut, es hat, nee, hat doch nicht nachgelassen. Wenn man weiter rauszoomt, dann hat man weniger Zeichen. So sieht man, die haben hier tatsächlich ein Müllproblem. Aber glaubt mir, Leute, ihr wollt ganz bestimmt nicht so ein Müllteil hier mitten im Quartier drin haben. Vor allem, es bringt nichts, wenn wir hier tatsächlich mit den Kapazitäten, ja, wir haben viel zu viel. Zu viel des Guten sozusagen. Hm, und hier unten? Ach, die fahren alle. Sogar die haben ein Müllproblem, obwohl hier... Ne, das ist die Kartonfabrik. Haben wir hier nicht eine Müllverbrennung oder so eine super Recycling-Dingens? So eine? Ne, die haben wir... Ach, die haben wir hier hinten. Ja, dann machen wir doch hier doch nochmal so eine hin. Obwohl wir die Kapazitäten in dem Sinn nicht brauchen. Was wir brauchen, sind die Müllfahrzeuge. Machen wir dich mal hier hin. Was haben wir hier? Das ist dann doch relativ nah hier an den Wohnungen. Aber jetzt seid ihr selber schuld, wenn er die ganze Zeit reklamiert.
Dass ihr ein Müllproblem habt, dann müsst ihr damit leben, dass hier so ein Teil steht. Aber das ist, glaube ich, nicht mal so bösartig. Wir schauen mal. Ja, ein bisschen Lärm. Ja, das kommt. Hier kommt es ein bisschen hin. Sehe ich nicht als allzu dramatisch an. Damit werden sie leben müssen. Ist besser, wenn sie hier im Müll ersticken. Und hier oben, ja. Wir können beim Budget nichts machen. Oder nicht mehr. Wir haben das Ganze hier. Ja, machen wir halt doch Maximum. Ich wollte gerade sagen, wir haben das Ganze auf Maximum. Jetzt haben wir es auf Maximum. Stadtteile haben wir noch nicht. Wir könnten eigentlich hier unten mal einen Stadtteil erstellen, würde ich mal vorschlagen. Was haben wir hier? Ach, die Spezialisierungen, genau. Stadtteil farblich markieren. Mal diesen Zipfel hier, den hätte ich gerne. So, bis nach hier hinten. Und das, das stellen wir dann unter Denkmalschutz. So, denn das ist unser erster Bereich sozusagen, den wir hier gegründet haben. Gut, wie nennen wir euch? Wir nennen euch Benjamin. Das ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie komme ich denn darauf? Irgendwie ist Benjamin doch der Erstgeborene. Frag mich bloß nicht, wo, irgendwo ist das. Können wir hier auf europäisch umstellen? Wir machen das mal. Bin ich gespannt, wie sich das hier äußert. Dann die Spezialisierungen, die brauchen wir nicht. Ich habe doch hier eigentlich, Moment, nochmal. Man müsste richtig schreiben. Enter drücken. So, jetzt haben wir den Benjamin draus gemacht. Europäisch haben wir. Richtlinien. Muss man ein bisschen aufpassen. Die Sachen, die sind relativ teuer. Wir haben zwar 119.000. Was haben wir denn hier? Parks und Plätze neidisch ist. Erhöht den Bodenrichtwert um Parks und Plätze herum moderat. Lassen wir mal. Bildungsschub. Aha, können wir noch nicht. Hier haben wir aber... Guck mal, hier haben wir sogar noch neue Sachen, die vom Snowfall DLC herkommen. Nur Strom fürs Heizen. Gebäude dürfen keine Wärme von Heizungssystemen benutzen, sondern nur mit Hilfe... Nee, das wollen wir ja genau nicht, deswegen haben wir die Dinger gebaut. Dürfen nicht mit der Hilfe von Strom. Aha, okay, das wäre im Prinzip das Gegenteil. Nur Wärme von Heizungs... sorgen Sie dafür, dass wir genügend Wärme für die ganze Stadt produzieren. Ach, ihr dürft auch mal mit Strom heizen. Ist egal. Dank der zusätzlichen Isolationsschicht in ihren Wänden und Dächern benötigen Gebäude zum Heizen weniger Energie. Generieren aber wegen der höheren Bau- und Wartungskosten geringere Steuereinnahmen. Nein, wollen wir auch nicht. Kostenloser Nahverkehr. Das wäre noch etwas, das können wir machen, wenn wir wirklich ein massives Stauproblem bekommen. Stollenreifen. Autos müssen per Vorschrift im Winter mit Stollenreifen fahren. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit von Autos gegen geringe Schneemengen, was trotz Schneefalls für bessere Straßenverhältnisse sorgt. Ja, wenn man noch sehen würde, was das kostet, wir können es ja mal machen. Anti-Rutsch-Stollen. Erhöht die Sicherheit für ältere Bürger, da sie weniger wahrscheinlich auf verreisten Straßen ausrutschen. Unterhalt 32 Cent je älterer Bürger. Machen wir auch mal. Wir haben ein Herz für unsere älteren Bürger. Ist ja nur in diesem Stadtteil drin. Besteuern können wir noch nichts machen. Dann machen wir mal zu. Oh, jetzt haben wir hier gerade das nächste Ziel erreicht. Die 7000. Da können wir ja nochmal was machen. neue Gebiete. Steuerrichtlinien, einzigartige Gebäude, da müssen wir auch mal noch nachgucken. Und das sind die Richtlinien. Oh, und die dicht besiedelten Gebiete und Bürogebiete statt der Industrie. Okay, sehr schön. Jetzt gucke ich hier nochmal. Irgendwas war hier doch. Wir machen mal einen Bildungsschub. Irgendwas war hier noch. Ja, egal. Jetzt weiß ich nicht mehr was, weil es natürlich nicht mehr verdeckt ist. Hightech-Häuser. Das lassen wir alles mal. Gut. Oh, cool sieht's aus hier mit dem Licht. Finde ich schon wieder sehr, sehr angenehm. Müllproblem. Hier oben haben wir es tatsächlich weg, das Müllproblem. Hier haben wir ein Problem mit einem Verstorbenen. Wir könnten natürlich tatsächlich auch mal wieder einen Friedhof machen. Hier haben wir nicht noch einen größeren oder so eine Sauna. Oh, eine Sauna muss ich auch noch machen. Aus irgendeinem Grund muss ich eine Sauna machen. Eine Sauna ist eine medizinische Einrichtung, wo Leute in heißen Dampfen, das ist mir soweit klar,
Die Verwendung von Handtüchern ist freigestellt. Saunas geben ihrer Nachbarschaft einen Gesundheitsbonus und steigern die Gesundheit. 25.000. Da machen wir gleich mal zwei Saunen hin. Eine, zack, hier. Sie freuen sich. Und die andere hier unten. Was haben wir hier für ein Gebiet? Wohnungen. Okay. Ja doch, ihr kommt hier hin. Mit eurer Sauna. Nanu, habe ich sie wieder abgewählt. Moment, ich wollte die Sauna haben. Hier war sie. Zack. Dann wollen wir mal gucken. Sieht man der was an? Nee, die sieht eigentlich relativ unsaunamäßig aus, würde ich mal behaupten. Hier haben wir noch mal eine Taschenfunzel vorne an der Maus. Das finde ich ganz, ganz nett. Sieht man nicht viel. Das ist schon die Sauna. Ja, Sauna. Okay, gut. Dann viel Spaß wünsche ich euch. Haben wir das auch noch entdeckt. Jetzt wollte ich hier bei den Gebäuden noch gucken. Plaza Hotel, das ist eine Mod. Wir gucken mal. Hier haben wir noch Schneegebäude. Skigebiet. Wow, cool. Füllen, eine Schneedeponie. Ja, das sind wieder alles Sachen, die Anforderungen als Bedingung haben, die man erfüllen muss. Der Weihnachtsbaum. Heizen Sie ausschließlich mit Geothermiekraftwerken. Das wird schwierig. Jetzt haben wir hier eh schon so Dinger hingestellt. Aber das können wir natürlich nach und nach mal machen. Hier haben wir wieder die normalen Mods. 20.000. Da könnte man sich aber schon was hinstellen. 140.000 haben wir. Battery Park Corner. Das ist ein bisschen groß, das gute Stück. Die sind alle ein bisschen groß. Das würde hier hinpassen. Was bist du gleich nochmal? 100.000. Nein, das hier habe ich gemeint. Aquarium. Wir stellen ein Aquarium hin. Man hat aber eine Lärmbelästigung von 40. Stellen wir also auch nicht mitten ins Wohngebiet rein, sondern zum Beispiel hier hin. Oh, aber man sieht schon, wobei das ist grün. Das würde dann heißen, das wäre das Einzugsgebiet. Und wo ist der Krach? Ach, bei Rot. Ja, das passt doch. Wenn wir es hier hinstellen. Der Krach ist ja nicht allzu groß. Friedhof benötigt. Ja, machen wir. Jetzt haben wir erstmal das hier hingestellt. So, oh, das sieht natürlich auch sehr nett aus. Hatten wir mit Sicherheit in der ersten Staffel auch schon, aber ohne Schnee. Und sie möchten Wasser haben. Habt ihr denn keines? Nein. Ihr kriegt nicht nur Wasser, ihr kriegt sogar eine Heizung. Zack. Na? Geht nicht. Jetzt geht's. Ich war bei Ändern. Okay. Müsste passen. Strom müssten sie eigentlich auch haben. Das müsste hier nah genug sein. Jetzt Thema Friedhof. Das war bei Gesundheit. Das war hier. 270. Wir haben eine Kapazität von 3000. Krematorium. Wir müssen ein Krematorium hinstellen. Okay. Du bist eine Sauna. Das haben wir rausgefunden. Das ist das Dingens. Da haben wir doch ein Krematorium. Und hier haben wir den großen Friedhof. Was bist du? Nochmal ein Hospital. 10.000. Okay, das werden wir mal bauen. Und zwar, wohin? Ist eigentlich relativ irrelevant, wohin. Ich würde mal sagen, hier. Okay, das freut die Leute tatsächlich auch. Krematorium in der Nachbarschaft, das freut doch keinen. So was will man doch nicht in der Nachbarschaft haben. Da fährt schon der erste Leichenwagen los. Gut. Warum wir hier so eine Beleuchtung haben, finde ich auch interessant. Von der Straße her. Das sieht gleich nach einer richtigen Großstadt aus, wenn man so ein Licht hat, finde ich. Und hier haben wir doch auch ein bisschen Stau. Haben wir denn hier? Wahrscheinlich nicht. Vorfahrtsschilder? Nein, dann machen wir welche. Vorfahrt haben mal die und die und die hier nicht. So, gucken, ob das passt. Wie komme ich denn hier wieder raus? Wenn ich jetzt Escape drücke? Ach so, einfach mit Klicken. Gut. Ja, ist hier doch ein bisschen stauig. Was haben wir hier? Hier haben wir, glaube ich, Vorfahrtsschilder. Moment, das war hier oben. Ja, hier haben wir welche. Die haben halt keine Vorfahrt, aber irgendjemand hat keine Vorfahrt. Das können wir nicht anders machen. Wir können nicht machen, dass alle Vorfahrt haben. Wir könnten die Signale ganz wegnehmen. Dann würde es problemlos laufen. Das finde ich aber irgendwie... Ja, weiß nicht. Das ist halt eher unrealistisch. Wo ist das schon so, dass man keine Verkehrszeichen hat? Auch eine schöne Straße. Cool, hier wird es gleich wieder ein bisschen, ja, so Überland. Da, wo die Industrie jeweils steht und dann
fährt man da in die Stadt rein. Wir wollen noch kein neues Gebiet, nein. Aber guck mal, die Stimmung, kennt ihr die, wenn er hier so im Auto sitzt? Man kommt von einem Besuch. Ja, fährt vielleicht ein bisschen schneller. Aber eben, dann ist man hier so ein bisschen auf dem Land. Und da vorne ist dann die Stadt, in die man reinfährt. Und irgendwo hat es natürlich noch einen Bahnübergang und eine Ampel und man bleibt stehen. Na, ich weiß, dass es ein neues Gebiet hat. Wir sind hier gerade am Sinieren. Man lasse uns das bitte vollbringen. Eine Straße. Man jetzt hier noch eine Straße hin. So eine mittelgroße, die noch nach hier hinten führt. Aha, geht nicht. Moment. Ist mir eh zu groß. Wir machen nochmal eine Bäumchen. Was möchte denn das Spiel jetzt die ganze Zeit von mir? Und was ist das hier? Moment. Die Straßenmeisterei. Okay, da können wir beim besten Willen keine Straße durchziehen. Das verstehe ich. Jetzt mache ich doch die breitere und mache die hier unten hin. So, dann können sie da auch noch rüber. Das ist, oh, das ist die gleiche Straße mit der gleichen Beleuchtung. Irgendwie gefällt sie mir nicht, diese Beleuchtung. Auf der anderen Seite ist sie extrem realistisch. Ist halt wirklich genauso, wenn es in die Stadt reingeht. Das hier ist so diese verlassene Landstraße. Und hier halt richtig drehen. Hier geht's links in die Stadt rein. Gut. Was möchtet ihr denn immer mit neuem Land? Ich möchte kein neues Land kaufen. Wir müssen erstmal die Nachfrage wieder in die Höhe kriegen. Wobei, es bessert. Wir brauchen wieder mal Gewerbe. Wo können wir Gewerbe hinstellen? Wir haben hier einen Riegel. Wir bräuchten hier nochmal einen, damit wir uns ein bisschen schützen vor dieser Industrie hier hinten. Oder, nee, da wollten wir ja noch Industrie hinmachen. Aber mir fällt auf, dass wir seit einigen Folgen keine Industrie mehr brauchen. Jetzt können wir aber dicht besiedelt machen. Oh, oh, oh. Ich brauche mal nochmal schnell das hier. Ja, hier wollen wir Industrie. Dann machen wir hier oben ein bisschen Gewerbe. Zack. Ja, hier kommt ein bisschen Gewerbe rein. Und das würde ich jetzt aber glatt schon dicht besiedelt machen. Wir gehen hier mal noch rüber. Zack. Und dann mit einer dünneren Straße. Gehen wir hier noch rauf. Zack. Und hier gehen wir auch noch dran vorbei. Ja, geht. Ja, geht genau nicht. Okay, dann von hier. Das geht. Gehen wir hier noch rein. So, jetzt einzeichnen. Dicht besiedelt. Sollen wir hier dicht besiedelt machen? Wir haben hier überall noch dünn besiedelt. Aber ich würde sagen, hier so an der Küste, auf der rechten Seite, warum nicht? Und auf der linken ist es dann eher wieder idyllisch. Und hier haben wir die ersten dicht besiedelten Gewerbegebiete. Ziehen wir mal so hoch. Wir haben nicht endlos Nachfrage. Wir haben ein bisschen. Deswegen machen wir erstmal nur ein bisschen sozusagen. So. Ja, Heizung fehlt. Zack. Zack. Und hier noch einmal rüber. Zack. Wie sieht's aus mit der Heizung? Heizungsproduktion 268, Verbrauch 101. Perfekt. Passt. Jo. Schön. Gut. Mal gucken, bauen sie hier schon was? Von wegen dicht besiedelte Industrie. Oh ja, da ziehen sie schon die ersten Sachen hoch. Hier ist es schon runtergegangen. Also hier meine ich. Es wäre dann mal wieder Zeit für Wohnungen. So wie das aussieht. Ja, das geht jetzt hier schön parallel mit drauf. Aber Industrie wollen sie keine mehr. Ich glaube, die haben hier ein gutes Umweltbewusstsein. Feuerwehr kommt dahin. Das lassen wir stehen. Weitere Wohnungen. Wir könnten jetzt natürlich zu den ersten dicht besiedelten Wohnungen kommen. Das wäre natürlich durchaus möglich. Warum nicht? Hier so zentral, hier oben, da vorne gegen nach da hinten. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wobei, wir haben hier ja auch noch Platz. Wir machen hier mal dicht besiedelte Wohnungen hin. Hier ins Zentrum sozusagen. Und gucken mal, was daraus passiert. Heizung haben sie. Ja, vielleicht hier noch in die Richtung schnell. Machen wir da sozusagen zu. Hier oben haben wir aber keine. Das werden wir auch noch schnell ändern. So, einfach auch für später. Okay, passt. Gucken. Ja, also so dicht besiedelt sieht das noch nicht aus. Aber nett sieht's aus.
Einfach auch mit diesem Hintergrund, das fällt mir jetzt gerade auf. Der Hintergrund sieht natürlich anders aus wie bei Staffel 1. Da hatten wir keine Berge. Vor allem der Mountain da hinten. Den möchte ich dann irgendwann mal noch, ja nicht erklimmen, aber mit ins Spiel integrieren. Da gibt es da irgendwie so ein Skifahrerparadies. Das wäre meine Vorstellung. Was habt ihr hier für Probleme? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Aha. Die Bildung. Das reicht. Oh, wir haben die Universität. Das habe ich verpennt. Oberschule reicht auch noch, aber eine Universität. 75.000. Okay, das haben wir. Was haben wir denn hier noch? Die State Library, die gehört zum Thema auch Universität. Okay. Kostet 30.000. Wir machen mal zuerst die normale Uni. Die hier. Und die kommt, ich würde mal sagen, hier hinten ist so ein bisschen das Studentengebiet. Wo kann ich dich hinstellen? Geht nicht. Oder hier unten? Sonst machen wir die Uni hier hin. Mitten ins Gewerbegebiet rein. Kann man eigentlich auch machen. Zack. Nee, geht nicht. Jetzt, zack. Ein Bus. Anschluss haben wir hier auch noch nicht. Können wir jetzt... Oh, wir können... Guck mal. Die U-Bahn, die können wir machen. Das werden wir noch. Aber jetzt möchte ich hier noch schnell eine Buslinie haben. Machen wir da die neue? Ja, wir lassen die bestehende in Ruhe. Moment, Bus war hier. Eine neue Linie machen von... Ja, im Prinzip vom Bahnhof aus. Aber wir haben noch keinen Bahnhof. Deswegen würde ich mal sagen, von hier unten... wo man umsteigen kann. Im Prinzip, das wäre meine Idee, dass wir hier anfangen. Hier raufgehen, hier über die Brücke, nach hier hinten. Da haben wir schon eine Bushaltestelle, ich weiß. Und jetzt hier hoch. Dann haben wir hier, wo war die Uni? Das war die Uni hier. Okay, gehen wir hier hoch, hier rein und dann drehen wir hier im Prinzip. Okay, da geht's da außen rum. Geht's zurück. Machen wir mit der gleichen Linie. Zack. Zack. Hierhin. Wo haben wir angefangen? Irgendwo hier unten. Wir können ja hier noch schnell lang. Moment, wo sind wir? Da. Dann könnten wir hierhin. Gehen hierhin. Gehen hierhin. Und wo schließen wir ab? Ach so, hier unten waren wir. Alles klar. Ich war auf der falschen Seite. Linie abschließen. Einmal außen rum. Okay, gut. Dann wäre das Univiertel jetzt hier auch angeschlossen. Genau, Universität mit Bushaltestelle. Bestens, eine U-Bahn gibt es hierhin dann natürlich auch noch. Und es gibt noch vieles weiteres, würde ich mal vorschlagen. Was für eine schöne Gegend hier. Wow, mit diesen Inseln. Es ist einfach herrlich. Neues Gebäude. Wo? Wer? Was? Die Eisenbahn. Die U-Bahn. Ja, ja, ist klar. Habe ich ja gerade gesagt, liebes Spiel. Werden wir... ja, nicht demnächst. Werden wir in der nächsten Folge mal in Angriff nehmen mit der U-Bahn, würde ich vorschlagen. Gut, lasst uns hier nochmal kurz rüberdüsen. Einfach, weil es nett aussieht. Vor allem mit diesem Hintergrund da hinten. Da ist der Wald. Da hinten ist der Berg, der riesige. Sehr, sehr nett. Gut. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Dann würde ich sagen, widmen wir uns der U-Bahn. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.